Ist dir schon mal aufgefallen, dass du kurz vor und während deiner Periode unter Blähbauch und Period Poop zu kämpfen hast? Hier kommen drei Gründe. Erstens, Heißhungerattacken. Vor der Periode in der Lutealphase bereitet sich dein Körper auf eine mögliche Schwangerschaft vor, was deinen Energiebedarf leicht erhöht. Schlechte Essgewohnheiten können den Blutzucker durcheinander bringen und zu einem gesteigerten Appetit führen. Das wiederum führt dann dazu, dass du zu viel und ungesund isst. Zweitens, Progesteronmangel und Östrogendominanz. Progesteron steigt in der Mitte des Zyklus und fällt mit der Periode ab. Ein hoher Progesteronspiegel kann die Darmbewegungen verlangsamen und Verstopfung verursachen. Mit Beginn der Periode und sinkendem Progesteron kann die Darmbewegung plötzlich zunehmen. Das führt dann zu weichem Stuhl oder Durchfall. Drittens. Wassereinlagerung. Ein erhöhter Östrogenspiegel vor der Periode kann zu Wassereinlagerungen führen, was wiederum zur Gewichtszunahme und einem aufgeblähten Bauch führt. Diese Symptome verschwinden nach der Periode wieder. Und nur weil diese Symptome immer mehr Aufmerksamkeit bekommen, bedeutet es aber noch lange nicht, dass sie normal sind. Sie weisen eher auf ein hormonelles Ungleichgewicht hin. Geht es dir vor deiner Periode auch so?